Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute hier an, ob die Asensio SBC sich lohnt, wann diese Karten genau ihre Upgrades bekommen. Zudem werde ich meine angesparten Packs öffnen. Unter anderem haben wir 300k Packs am Start. Und dann würde ich sagen, Freunde, wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu hier seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ab geht's. Und schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr, sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Ja, Freunde, und das wird wahrscheinlich einige fragen, wann kriegen diese Karte ihr 99er Stat? Wir sehen jetzt zum Beispiel, manche haben natürlich Tripling, manche Tempo, passen, Ter Stegen hat natürlich was anderes, weil er Torwart ist. Ist ja klar. Und unten steht das, wann diese Karten ihr Upgrade bekommen. Ja, und ihr seht das. Ende Dezember kriegt die Karte ihr erstes Upgrade. Ist okay. Man kann jetzt sagen, das ist in anderthalb Monaten. Ist okay. Kann man sich nicht beschweren. Und das zweite Upgrade, Ende April. Also, ja, die Clowns-Abteilung wieder durch den Laden gefahren mit der Clowns-Maske. Also unfassbar. Was soll man da, in 5 Monaten kriegen diese Karten erst ihr Upgrade. Sind wir ehrlich, da ist das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen. Da bringt ihr auch ein Hummels mit 9 und ich passe nichts mehr und andere Karten. Also, finde ich Schwachsinn. Schreibt gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Meiner Meinung nach Schwachsinn. Wir gehen jetzt zu der SBC von Asensio rüber. Schauen uns an, ob die sich lohnt oder nicht. So, Freunde, wir haben Marco Asensio als SBC erhalten. Man muss sagen, der Gute kriegt Dribbling 99 Ende April. Also, ich weiß nicht, wer den dann da noch spielen will. Ist jetzt bestimmt zum jetzigen Zeitpunkt keine schlechte Karte, wenn du ihn auf die 10 stellen kannst. Wir gehen mal rein, was du für ihn brauchst. Du brauchst für ihn ein 82er Team mit einem Inform plus Real Madrid Spieler und hier ein 84er Team. Wird nicht teuer sein. Ist okay, kriegst nochmal 2 Packs. Preis-Leistung passt wahrscheinlich. Schauen uns natürlich seine Attribute an, die er bekommen hat. Er hat leider nur 3 Sterne Weakfoot, was ich nicht so nice finde, weil, wie gesagt, ein Offensivspieler sollte immer 4 Sterne haben. Ich spiele auch einen Sané zum Beispiel, aber den habe ich untradable. Aber ja, muss jeder selber wissen. Ich feiere es nicht so, wenn ein Offensivspieler 3 Sterne Weakfoot hat. Schauen uns natürlich hier seine Attribute an. Antritt ist okay und Sprintgeschwindigkeit. Für einen 10er Außenbahnspieler wäre mir das zu langsam. Schuss ist meiner Meinung nach nicht gut genug. Also für eine SBC 80 Abschluss, Volley 81 ist wirklich nicht so geil, muss man sagen. Passen hingegen ist auch nur Durchschnittswert. Also Passen ist jetzt auch nichts Besonderes. Dribbling ist natürlich sein besonderer Stats, wo er natürlich sein Upgrade bekommt, wo er irgendwann die 99 hat, hat er jetzt schon 91. Ist auch das Einzige, wo richtig krass hinaussticht. Und was nochmal negativ auffällt, ist die Ausdauer mit 78. Finde ich auch nicht nice. Bin ich ehrlich mit euch. Wir haben hier noch Distanzschüsse. Ich gebe dieser SBC 4 von 10 Punkte. Ich würde euch die nicht empfehlen zu machen. Wie gesagt, ich habe euch genannt die Gründe, warum ich diese Karte nicht gut finde. Und es dauert viel zu lang, bis er seine Upgrades kriegt, bis er spielbar ist. Ne? Und ob er dann im April überhaupt spielbare Stats hat, keine Ahnung, da ist noch 5 Monate hin. Also weiß ich nicht, Freunde. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu schreiben. Ich zeige euch jetzt die Karte, die wir erspielen können, die hingegen wieder nice ist. Ich glaube, hat auch leider nur 2 Sterne Weakfoot, aber ist gratis so gesehen. Und da haben wir hier den guten Bergwein von Tottenham. Muss sagen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? 92 Pace, ich gehe mal davon aus, dass sein Stat der Pace-Wert ist. Falls ich mich da vertue, ne? Eigentlich sollte der Wert nach einer Zeit gelb sein, der sich upgradet. So wurde das auf jeden Fall angekündigt. Aber ja, Bergwein sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können uns mal seine Ingame-Werte anschauen, was er gleich hat. Nochmal auf Asensio zurückzukommen. Ich würde Asensio einen Hunter geben. Auch hier würde ich wahrscheinlich einen Hunter geben. Ihr braucht hier wahrscheinlich, wie viel Spiele braucht ihr hier? Wer den 5 separaten? 5, 5. Okay, du musst 5 Spiele nur machen für ihn. Geht eigentlich klar. Sind wir ehrlich? Geht eigentlich klar. Ist okay. So, für eine Gratiskarte, die eh geupgradet wird, kannst du schon mitnehmen. Ob man ihn jetzt braucht, ich weiß es nicht. Ich sage euch, was es ist. Aber ich werde ihn wahrscheinlich mitholen als Sub. Mal testen. Schauen uns natürlich jetzt mal seine Karte an vom Bergwein. Ja, ich will immer Berghuis sagen, aber ist ja der Bergwein und nicht der Berghuis. So, kommen beide vom Berg, aber ja, das ist der Bergwin oder Bergwein besser gesagt. Gucken wir uns natürlich seine Karte an und sehen,
Der hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Eigenschaften. Hochmittel, 2 Sterne Wiegfurt. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich hier kritisieren würde. Auch wieder die Ausdauer. Aber hier im Gegensatz zum Asensio, sehr ähnliche Karte, außer dass er deutlich schneller ist, muss man sagen, diese Karte ist gratis. Die kostet euch nicht 80 oder 100.000. Deswegen für gratis finde ich diese Karte okay. Er hat noch Flair, Außenrissschuss und noch ein paar andere Eigenschaften. Kann man sich gönnen, wer darauf Bock hat. Die Karte ist meiner Meinung nach in Ordnung. Ich werde mir ein Spiel und zudem, du brauchst nur 5 Spiele für diese Karte. Wenn du ein paar mehr brauchst, vielleicht 10, dann habt ihr den wahrscheinlich jeder. Ist okay. Ich werde mal testen und werde euch dann sagen, wie ich ihn finde. Wir sehen hier Hummels, Rice und Diwara kriegen Pace Upgrade. Ter Stegen kriegt den 2. Wert geupgradet. Eder Militao und Neuhaus bekommen Tripling. Man muss jetzt sagen, ich persönlich finde jetzt bis auf Eder Militao, Joao Felix hier keine richtig krasse Karte dabei. Natürlich ist das geil, dass ein Joao Felix, ein Jota, ein Reyna, Dembele, Rekilon, dass die 99 Pace bekommen. Ist nice, aber ist leider erst in 5 Monaten. Und sind wir ehrlich, in 5 Monaten gibt es schon gefühlt Tots. Gibt es so viele krasse Icons bis dahin. Die Icon Moments sind, glaube ich, sogar bis dahin da. Also, und da kriegen die erst ein Stat. Die hätten das ja einfach so sagen können, okay, in 1,5 Monaten zu Ende Dezember gönnen wir das erste Upgrade und Ende Januar gönnen wir das 2. So, meiner Meinung nach ist das beides zu spät. Man hätte auch einfach sagen können, du gibst Ende November jetzt das erste Upgrade und Ende Dezember das 2. Aber so, schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Meiner Meinung nach viel zu spät. Ich werde meine Packs trotzdem jetzt öffnen. Jetzt fangen wir mit dem 50er Tauschbar an. Wir gucken mal, das Einzige, was uns Coins bringen könnte. Gucken wir einfach mal, ob wir was Schönes bekommen. Leider nicht. Frankreich können wenigstens Mondi. Marginan. Leider nicht so brauchbar, der Bursche. Aber ja, was willst du machen? Packluck dieses Jahr ist wieder nicht so geil, muss man leider sagen. Wilson. Ja. Können wir eigentlich abstoßen, stoßen wir auch ab. Die anderen tue ich mal auf die Liste. So, Freunde, fangen wir an mit dem seltenen Mega-Pack. Und dann haben wir 300k-Packs. Ich habe sogar wirklich schon überlegt, ob ich die vielleicht zu Totti aufhebe, aber ja, was bringt denn das? Bin ich ehrlich mit euch. Leno ist jetzt auch nicht so geil. Mal gucken, ich hoffe, wir ziehen nichts Unnötiges doppelt, dass ich irgendwas ja, für eine SBC abgeben muss. Wir haben hier einiges doppelt. So, erste 100k-Pack, komm. 84er ist hier überall, 84er garantiert. Gönnen wir wenigstens 2 Walkouts. In jedem, also aus 3 Stück 2 Walkouts wäre auf jeden Fall sehr stabil, dass sogar so eine Karte kommt. Gönnen wir es. Reyna. Ey, Reyna ist echt stabil, bin ich ehrlich mit euch. Ist zwar untauschbar, aber ist eine geile Karte. Ist eine geile Karte. Werde ich auf jeden Fall testen. Geile Karte. Ich habe ja ein Bundesliga-Team. Ey, den teste ich die Woche, Geile Karte, schade, dass er nicht rausläuft. Ich glaube, hat leider 2 Sterne Wiegfurt. Das ist das einzige Manko, wo ich jetzt wieder sage. Nicht so geil, aber wir haben so eine Karte, sehr nice. Ich weiß nicht, was er kostet. Ich dachte schon, der zählt als Duplikat oder irgendwas. Aber den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ist jetzt leider nicht so geil, die Karte. Mittel. Abschluss ist Katastrophe, aber ich teste ihn mal. Ich teste ihn auf jeden Fall mal. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wie gesagt, für ein Gratis-Pack nimmst du den gerne mit. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel untauschbar. Ja, muss ich mal gucken, was ich jetzt da mit dem Kram hier alles mache. So, Freunde, ich habe jetzt noch hier noch das seltene Elektrum-Spieler-Pack gemacht. Gucken wir mal. Vielleicht ziehen wir jetzt hier auch noch was. Hat sich vielleicht nochmal gelohnt hier, das Recyceln. Spanier, Innenverteidiger, Piqué habe ich, glaube ich, auch schon. Ich muss echt mal gucken, dass ich irgendwo eine SBC bald mache, da wo ich mal alles abgebe, weil ja, den werde ich jetzt auch untradable haben. So, Freunde, ich habe jetzt noch schnell eine SBC bei Simeone gemacht. Ich glaube, ich werde den mitnehmen. Ist ja nicht so teuer und ist für mich interessanter wie ein Asensio. Deswegen habe ich jetzt Simeone gemacht. Ich hoffe, dass wir in dem... Oh, das ist sogar 5K-Pack, 83er. Ich hoffe mal jetzt nichts Doppeltes. Ich ziehe nämlich alles gefühlt doppelt. Oh, sogar tauschbar, sehr nice. Ja, dass wir das 2. direkt aufmachen können. Komm, gönn mir was Gescheites, komm. Reyna war nicht schlecht, aber ich würde nochmal so eine Karte nehmen. Ist nochmal Walkout, sehr gut. Komm, Frankreich. Ey, das hätte Kanté, Mbappé sein können, Digga. Loris, Digga. Ist okay, ist Walkout, ich will mich beschweren. Aber du willst trotzdem was Besseres ziehen, ist dann natürlich klar. Aber Insigne noch, geht klar. Immerhin, ein bisschen Futter. Und Rice noch am Start. Warum werden diese Karten so weit nach hinten geschoben? Geile Karte. Ey, nice Karte. Sieht auch richtig gut aus.
Den kriege ich aber nicht eingebaut. Aber die Karte sieht richtig heftig aus. Ah, die, naja, nicht so geil wegen Beweglichkeit und so. Der wird ein Bus sein. Aber ist nochmal 87er Karte. Vielleicht werde ich sogar abstoßen für eine SBC. Aber nimmst du mit? Ist nice. 2x100 K-Pack. 2x so eine Karte. Ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht alles wieder doppelt haben. So, Freunde, das sind jetzt nur 2 Doppelte. Ich werde jetzt wegen 2 Doppelten keine SBC nochmal machen. Und 2 kann ich ja auch noch für Münzen abstoßen. Deswegen ist das okay. Machen wir das letzte 100 K-Pack auf. Gucken wir mal. 3 Walkouts wäre natürlich krass. 2 waren schon auf jeden Fall am Start. War sehr, sehr gut. Kann man sich nicht beschweren. Aber natürlich so ein Big Banger wirst du trotzdem mitnehmen. Frankreich? Ah, leider Zuma. Aber okay, 84er. Ist nochmal Walkout. Kann theoretisch nochmal alles Goldene dahinter sein. Gucken wir nochmal. Aber ich bin zufrieden. Ne? War jetzt kein absoluter, wo ich so sage, boah, unbedingt will ich den haben. Okay, das war so ein 100K-Pack. Wie man das kennt. Ja, Marginal nochmal. Ich hoffe, den können wir tauschen. Mal gucken, ich werde da irgendwo die Karten abgeben für eine SBC. Zieh halt nur noch doppelt. Das Pack war jetzt schmutzhaft. Egal. Wir haben immerhin Rainer und Rice gezogen, was sehr, sehr nice ist, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch welche gezogen habt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann bin ich für heute raus. Haut rein. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.